Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück in Aquanox 2. Wir sind immer noch in El Topo. Und mal gucken, was uns bei unserem weiteren Abenteuer jetzt hier erwartet. Jo, hier waren wir vorhin schon mal und hier können wir wieder mit Tausenden von Leuten reden. Okay, es sind vier. Fangen wir mit Shanty Man an. Hey, ich kenn dich doch. Du bist William, ja? Wie geht's Amitab? Komm, wir kübeln den Tsunami-Booster. Ich weiß nicht. Ach komm schon, was soll das? Du willst doch ein Söldner werden. Dann musst du deinen Freunden vertrauen. Meinen Freunden? Ja. Na also, William. Ich bin auf dem Weg nach Neapolis. Will mir dort ein paar Credits verdienen. Bei einer Art Bürgerkrieg kann jede Seite Hilfe gebrauchen. Und du, wo fährst du hin? Erstmal bleibe ich hier im argentinischen Becken. Okay. Ich merke schon, du traust mir nicht. Was soll's? Wie heißt es bei uns im Norden? Eine Mehrheit kann auch nur eine Ansammlung von Idioten sein. Und was bedeutet das? Dass nicht automatisch die Recht haben, die in der Überzahl sind. Also, Licht, junger Freund. Okay, das war Shanty Man. Captain Redbeard. Bei allen verfaulten Sprotten, die man hier zu fressen kriegt, was willst du? Ich kenne sie, Captain Redbeard. Kleiner Furz. Und jetzt? Willst du einen Job? Kannst bei mir als Eierschaukler anheuern. Nein, ich hab gehört, dass sie vor Cap Horn gefahren sind. Na und? Willst du mich jetzt festnehmen? Ich hab dort so viel Blut in die See laufen lassen, dass der Wasserspiegel gestiegen ist. Redbeard ist unangreifbar. Meine Mutter wurde dort von Piraten getötet. Na und? Hau ab und kauf dir eine neue. Kleiner, vermaledeiter Quappenscheißer. Oha. Da hat der William mal richtig Eier in der Hose, um sich mit dem anzulegen. Angelina oder Amitab? Angelina. William, ich will mit dir reden. Es tut mir leid wegen kürzlich. Ich bin nicht wild auf den Schatz. Das musst du mir... Ich glaube es dir ja. Ich war zu dumm. Ich glaube sogar ein wenig eifersüchtig. Eifersüchtig? Meinetwegen? Auf Mei Ling? Ich denke nicht, dass ich das richtige Format habe, das Mayday braucht. Bist du einsam, William? Fühlst du dich einsam? Ich weiß nicht. Jetzt, wo meine Großmutter gestorben ist, vielleicht ja. Aber in letzter Zeit hatte ich wenig Gelegenheit, darüber nachzudenken. Ich schon. Ned und Fuzzyhead. Sie haben mich mitgenommen. Aber sie haben mich auch aufgenommen. Und trotzdem kann ich nicht leben, wie ich will. Wieso? Jeder Mensch hat das Recht dazu. Halten sie dich gegen deinen Willen hier an Bord fest? Psst, William. Nein, so ist es nicht. Es ist nur... Ich habe keine Wahl. Amitab hat keine Wahl, weil er den Schatz jagt. Stoney hat keine Wahl, weil er hier bei uns am besten aufgehoben ist. Ned und Fuzzyhead... Sie haben eine Aufgabe. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Mei Ling hat immer eine Wahl. Zu jedem Augenblick. Aber du... Du hast keine Wahl. Keine Freiheit zu wählen. Ja, keine Wahl zu haben. Das bedeutet Einsamkeit, William. Dann werde ich dir helfen und... Leise, William. Auch du hast keine Wahl mehr. Das verbindet uns. Oh. Lieber William, das ist ein Angebot. Hey, Quappe. Es ist soweit. Wir können loslegen. Mit... womit? Verdammt, Junge. Wir brauchen Credits. Diese Atlantische Föderation. Machen einen auf, mir gehört die Welt. Sie haben Außenposten hier. Tja, und ich denke, das wäre was für uns. Wieso? Was denkst du denn? Dass du vorhast, die Föderation zu plündern, oder? Ist ein Fischarsch wasserdicht oder was? Klar, ist ein Verbrechen ohne Opfer. Aber... Und schon ist das Gespräch abgewürgt. Da hast du gar keine Chance zu intervenieren. Und ich würde meinen, das wäre mir uns jetzt zunutze machen. Mailing? Was will der Mailing? Reden wir mal mit Mailing vorneweg. Mailing? Ich dachte mir, wir könnten heute hier irgendwo essen gehen. Du willst essen? Mit mir? Hast du denn davor keine Angst? Ist deine Gabel auch lang genug? Ich habe über das nachgedacht, was du mir gesagt hast. Herrlich. Das mit Absolut dem Leben. Herrlich. Ich meine, jeder Mensch hat doch eine Wahl. Also habe ich mir gesagt... Wie auch immer. Und du denkst, du hättest eine Wahl. Bestimmt. Jeder hat eine Wahl. Gut oder böse, Norden oder Süden, alles hat seine zwei Seiten. Ein Stock, eine Kompassnadel.
Ich war die ganze Zeit, mein ganzes Leben zu vorsichtig. Und ja, ich habe Angst vor dir, aber... Im Gegensatz zu einer Nadel habe ich allerdings zwei scharfe Enden. Ich beobachte dich, kleiner Drache. Und ich sehe, wie du dich entschieden hast. Dasselbe hat Angelina gesagt. Ich würde mich einlullen lassen. Liebe und Husten lassen sich nicht verbergen, kleiner Drache. Du hast deine Wahl bereits getroffen. Du weißt es nur noch nicht. Oh. Oha. Nicht gut. Hanka. Ich denke mal, für die Mission, wir könnten mal unser neues Squaller-Schiff ausprobieren. Hat auf jeden Fall mehr Panzerung als unser Salty Dog hier. Uli ist auch wesentlich schneller. So, jetzt müssen wir es noch beim Techniker bestücken. Fangen wir von hinten an. C60 Panzerung und C... Oder nehmen wir lieber mal... Nehmen wir mal Plasma Jet. Reparatur, Generator... Alles rein. Torpedos. Alle, die gehen. Geschütze haben wir bloß 3, können wir auch wieder nur 3 auswählen. Plasma Jet, EMP und Gatling. Auf geht's, würde ich meinen. Plünderung. Ich bin ja mal gespannt, was wir mit der Plünderung machen müssen. Stony wird in der Nähe des Nachtpunktes bei dem Hangar der Atlantischen Föderation andocken und einen Buggy stehlen. Die brauchen wir dringend. Auf geht's. Das Schiff ist wesentlich fixer, ey. Geschützt, gar kein Problem. Gucken. Boah, das Geschütz. Fuck. Schaden. Einfach runter. Da, komm. Du bringst bestimmt Credits, mein Freund. Gut mitgedacht. Jawohl. Ausrüstung können wir immer gebrauchen. Willy, der geborene Cleaner. Okay, ich dock jetzt an. So, Richtung West sollte man nochmal kurz fahren, dachte ich mir. Wurde mir gesagt. Hier. Genau, das sind noch zwei Techno. Hey, dein Torpedo macht meinen Buzzer. Zack.
8-mal. So. El Topo wird was für den Schutz dieser ELF-Anlage springen lassen. Yippie, haben wir das auch geschafft. So. Ey, ohne Mist, das Boot macht Laune. Das Kleine. Ich gucke nochmal in die Richtung, ob da hier noch irgendwas ist, aber ich glaube es nicht. Uha, das Ding macht Spaß! Wo ist er denn? Ach. Willy, da sind ein paar Penner hinter uns. Die zerlegen wir und dann geht's zum Außenposten. Wurde soeben vom Gegner als Ziel erfasst. Ja. Wir schwimmen einfach mal vor. Okay, hier lang. Stony Star, okay. Ich habe ein Vehikel von denen. Die erkennen mich nicht als Feind. Halte ich aber fern von dem Geschützturm, bis ich da drin die Turmkontrolle neutralisiert habe. Zumindest ich sehe nicht, ob ich irgendwas treffe. Wow. Warte, wir legen einfach mal flach. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber. Boah, Kopf über. Irgendwo noch was drinne. Oh shit. Wenn ich mich recht entsinne, war hier noch irgendwo was drin. Komm, wir sind einfach mal fix und versuchen das einfach mal. Wow, 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 shit, 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 shit. Okay, alles andere außer clever. Alles andere außer clever. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg, nichts wie weg. Das war nicht clever. Ich muss den blöden Buggy wieder loswerden. Melde mich gleich zurück. Wie wird diese geile Mucke los? Oh, shit. Makrelenhirn.
wollte ich gar nicht. Okay, wieder da. Jetzt geht's zum Außenposten. Okay. Die Mission scheint wohl länger zu gehen. Mal gucken. Haben auf jeden Fall noch ordentlich Leben. Ja, bis auf diese kleine dumme Aktion, das in die Basis einfach mal reinzufahren. Hier hätte ich vielleicht diesen Mortar mitnehmen sollen gegen die Türme. Die dann im Nahkampf besser ausschalten können. Warte mal, solange wir hier vorfahren, können wir mal. Negativ. Für die Eerie ist es im Außenposten noch zu gefährlich. William, du bindest die Vorhut und räumst da drinnen auf. Na klasse, jetzt jeden einzelnen Turm ausschalten oder wie? Ich liebe die Mission jetzt schon nicht. Du kleines Makrelenhirn! Gibt's da irgendwo ein Relais, habe ich doch gerade gelesen. Viel Leben ist jetzt nicht mehr da. Boah, shit. Okay, außen lang. Ist das noch zu heiß hier? Ach, Mist, Elender. Und, warte, einschießen. Sorry, wenn das gerade ein bisschen langweilig ist, aber es wird wohl nicht anders gehen. Oh fuck, 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 fuck. Oh na, komm jetzt.
ein Glück haben wir diesen Reparaturblock gekauft, den besseren. Auf uns eingeschossen. Boah, fuck. Können wir dieses Relais irgendwie ausschalten? Gut, die Geschütze hier sind gegrillt. Oh shit. Wo ist denn deren Relaisstation? Da irgendwo gerade aufgeblinkt mit Relais. Na? Ich glaube, die lassen sich nicht so leicht bekämpfen. Oh, fuck! Müssen wir auch Abstand gewinnen. Ach, da ist noch ein Schützturm übrig. Ah, okay. Na komm, geh drauf. Sorry, das wird halt echt eine längere Folge, weil die Mission ist ja echt nervig. Noch der übrig. Boah, ich hab gar keinen. Ah, fuck. Boah, shit. Ganz schön hier. Touch and go, Willy. Ich komm rein, dock an, hol das Zeug aus dem Lager und dann verpissen wir uns wieder. Zum Glück konnten wir schnell diese Relaisstation ausschalten. Boah, meine Güte. Ich musste sich echt konzentrieren bei dem Spiel teilweise. Geschütze zerballern die uns hier eventuell. Egal, ich glaube nicht, dass die uns zu gefährlich werden können, aber sicher ist sicher. Ja, das Schiff macht Laune. Wie gesagt, da können wir hier schön, das müssen wir vielleicht von außen, wow, nicht bewegen, von außen reinziehen.
finde es wahnsinnig schick. Schick. Gut designt. Ich weiß, glaube ich, noch, wo ich das erste Mal das Spiel durchgespielt habe. Ich habe die Mission, glaube ich, 4-5 Mal hintereinander machen müssen. Weil ich nicht wusste, wie das hier funktioniert, ey. Jetzt muss ich bestimmt noch gegen irgendwelche Schiffe das hier... Boah, geht mal... Warum schießt der? Du kleines Makrelenhirn! William! Die Atlanta haben ein paar Scouts losgeschickt! Verteidige die Erie! Ja, klar. Oha, das sind ein paar große Drecksäcke hier. Sollten jetzt aber alles gewesen sein, hoffe ich mal. Also ich hoffe nicht, dass wir uns jetzt noch irgendwelche bösen Überraschungen blühen. Ich fände es natürlich cool, wenn man hier Belohnungen exponentiell kriegt. Also für jeden lahmgelegten Gegner irgendwie da noch ein bisschen was rausziehen kann. Also zum Beispiel bei den Scouts vielleicht ein paar Credits oder so, oder keine Ahnung. Oder diese Vendettas. Die dann weiterverkaufen könnte, irgendwie sich dann auch selbst neue Schiffe kaufen könnte, nicht nur durch Missionen hinzukriegt. Dass man die auch dann vielleicht erbeuten kann und nutzen könnte, das wäre vielleicht noch eine ganz coole Sache gewesen. Aber ich glaube, ich jetzt gerade die jammern auf höchstem Niveau. Und ich will eigentlich gleich mal die Gelegenheit nutzen und meinem Stammzuschauer vielleicht nochmal grüßen, den lieben Jonathan. Servus. Und ich denke mal, die Mission haben wir gleich geschafft. Die geht schon gefühlt 3 Stunden. Ist aber echt spannend und abwechselnd. Hast jetzt diese Parts, wo du massig Gegner hast. Parts, wo du dann jetzt hier diese... Guter Job, Jungs! Kommt nach Hause! Diese Relais ausschalten musst. Und ich denke mal, die Mission haben wir gut gemeistert. Deswegen lasst uns mal zurückgehen. Mal gucken, was es alles als Belohnung gibt. 2500 Credits, jawohl, ein paar Torpedos haben wir noch gekriegt. Eine Plasma Gatling, sehr geil. Tiger Shark und... Na gut, ich hätte gedacht ein bisschen mehr. Eltopus Festung, 2826 Meter. Hehehe, sehr geil. Brauchen wir davon, glaube ich, nie wieder. Ja, das haben wir sogar auch. Sehr schön. Bauen wir fix noch in unser Schiff ein. Adieu. Guten Tag. Ah, kannst du leider nicht ein weiteres einbauen, das ist sehr schade. Kann man eigentlich 2 Panzerungen einbauen? Ah, das geht nicht. Gut. Ich denke mal, das war auch eine sehr lange Folge und eine sehr anstrengende für uns heute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich nach wie vor fürs Zusehen und ja. Lasst mir einen Kommentar da und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch noch mehr gefallen hat, dann bitte ein Abonnement. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin euer Crimson. See ya.